als ich in Erfurt meine erste Messe zelebrierte und die Worte sprach, dir, du lebendiger und ewiger Gott, opfere ich, da hat mich ein Schaudern gepackt und ich wäre am liebsten vom Altar davongelaufen. Ich dachte, was bist du? Und wer ist der, zu dem du redest? Von da an habe ich mit schaudervoller Ehrfurcht Messe gelesen. Bereits kurz nach seiner Priesterweihe wurde Luther im Sommer 1507 zum Studium der Theologie an die Ordenshochschule der Augustiner geschickt. Eine besondere Auszeichnung für jemanden, der erst 2 Jahre zuvor in das Kloster eingetreten war. Bereits ab dem Sommersemester 1508 hielt Luther selbst Vorlesungen. Gerne würde ich mehr Zeit mit dem Studium der Bibel zubringen, aber meine Studienvorschriften verlangen eine eingehende Beschäftigung mit der Philosophie. Leider auch wieder mit Aristoteles. Er ist mir schon damals als junger Student in Magdeburg ein Greuel gewesen. Mit großem Ekel lese ich die Physik von Aristoteles und brenne darauf, zur Bibel zurückkehren zu dürfen. Im Herbst 1508 holte der Generalvikar Johann von Staupitz den bereits in der Bibel so bewanderten Martin Luther an die Wittenberger Universität. Staupitz hatte auf Luther einen besonderen Einfluss und war für eine besondere Erkenntnis Luthers verantwortlich. So erinnert sich dieser später. Als Staupitz einmal das Sakrament darbrachte, erschrak ich und beichtete es ihm. Er erwiderte mir, es ist nicht Christus, der dich bange macht, denn Christus erschreckt nicht, sondern tröstet. Und es war Staupitz, der Luther eine erste Brücke zu einem gnädigen Gott baute. Einmal sagte Staupitz zu mir, du musst den Mann ins Auge fassen, der Christus heißt. Wenn du darüber grübelst, was aus dir werden soll, dann betrachte die Wunden Christi. Das Grübeln wird schnell aufhören.